Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Dishonored. So. Wir wurden beim letzten Mal ja falsch beschuldigt, wie ihr bei dem ersten Part schon gesehen habt, dass wir die Kaiserin getötet haben. Und nun fressen wir mal dieses vergammelte Brot. Oh, eine Nachricht, ein Schlüssel. Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an der Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Okay, das nehme ich natürlich dankend an. Hier haben wir einen Schlüssel. Und dann wollen wir uns mal... Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Verzieh dich! Wollen wir uns mal leise rausschleichen. Ganz leise. Und da ist die Waffe. Schnell die Waffe nehmen. Oh, Gold und Bronze nehme ich natürlich auch sofort mit. Jeder Taler. Alles, was ich kriegen kann. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Hab gehört, du hast sie beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ihr bekommt meinen Kopf nicht. Ein Mitgefangener. Ich gehöre nicht hierher, ich habe nichts getan. Sie ist auch ganz unschuldig aus da, ne? Ja. Dann auch noch Schläger. Haben die mich gesehen? Gibt doch gar nicht. Verrat! Der Kopf ist ab. Wie haben die mich gesehen? Ich habe doch geducht und mich nur mit dem unterhalten. Hat er mich verraten, ihr Schwein? Komm her hier, Verräter! Naja. Ich hab's ja noch überlebt. Lass mal ausplündern. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ey, cool, man kann auch die Körper tragen und verstecken. Naja, aber für leise ranschleichen war noch nie so mein Ding. Immer frontal Direktangriff. Hier ratten kann man die auch kennen. Viel Glück und mach ein paar platt. Na klar, auf jeden Fall. Und hier? Das ist auch noch welche hier. Komm her! Es geht sogar. Hey! Und du? Da, lahm mich nicht voll. Ich traue niemanden mehr. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst. Oder du schleichst dich von hinten an und hältst Strong links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Ja, dafür ist es leider zu spät. Ich habe schon alle gekillt. Der einzige, der noch lebt, ist hier, der hinten ein bisschen weiter weg von der Zelle steht. Nichts von dem Bolzclown. Ich habe nur auf dem Dach gearbeitet. Ja. Erzählt seine Oma. So, Fußgängerbrückenzugang müssen wir. Ja, du wiederholst dich, Junge. Pistole, die können wir gebrauchen. Schwert haben wir ja schon. Guck mal, hier ist die Tür, hier können wir rausgehen. Abgeschlossen. Wie kommen wir jetzt hier weg? Ah, hier klettern. Super. Ich habe Großes über seinen Kampfgeschick gehört.
hier alles plündern, was wir kriegen können. Geld auch mitnehmen. Alles essen auf jeden Fall. So, und jetzt versuchen wir mal einen leisen Angriff. Ist nicht meine Stärke, aber ich versuch's wenigstens. Unzerstörbare Tür. Halte F gedrückt für das Schlüsselloch. Ah, man kann durch Schlüsselloch gucken. Probieren wir es mal. Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Und wieder mal hat es nicht geklappt, weil ich die F-Taste nicht gedrückt gehalten habe, sondern gleich die Tür geöffnet habe. Meine Fresse. Nein, ich wollte die nicht tragen, ich wollte die eigentlich nur ausnehmen. Die andere Leiche ist weg, was ist das denn hier, wo ist die? Tür aufschließen und mal gucken, was hier so, wo ist das? Hofgang. Der Hofgang. Und wieder ein paar Goldhaler. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Ja, es kommen ja, durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Kommen nicht durch. Dann gehen wir mal hier weiter. Schauen, ob hier noch einer rumrennt. Sieht nicht so aus. Ist keiner mit da. Gut. Dann können wir oben ein bisschen lauter sein. Ah, hier ist ein Ausgang. Abgeschlossen. Ah, Flaschen. Ach, die können wir nur halten und... Drücke linke Maustaste, um den Gegenstand zu werfen und aufmerksam zu machen. Okay, ist klar. Schränke, können wir die durchwühlen? Nein. So, jetzt aber durch Schlüsselloch gucken. Bitte, hau hin. Yeah. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträger... Sieht aus wie eine Folterung. Ich habe keinen gesehen jetzt. Wenn er mal fertig ist, dann sein Blabla. Ich erinnere mich noch an den Schmerzen, die sie mir zugefügt haben. Diese Schweine. Der Folterstuhl. Eine Seilwinde haben sie auch noch. Mal sehen, was sie machen können damit, du. Und da ist das Schwein. Dieser miese Verräter. Sieht doch irgendwie aus wie Graf Dracula, ne? Richtig episch. Schwert haben wir schon, Goldtaler, ein paar Silbertaler, alles mitnehmen. Und ein Audioband, das hören wir uns auf jeden Fall an. Wenn er mal fertig ist da hinten mit seiner Ansage. Ja, ist doch gut, Mann. Ist fertig. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Das hast du auch noch selber draufgesprochen, um dich selbst zu belasten, du Hornochse. Naja. Und hier ist noch ein Brief, Anweisung des wachhabenden Offiziers. Ich werde das mal kurz anklicken, aber alles vorlesen werde ich nicht, weil das dauert einfach zu lange. Ihr könnt ja dann Pause drücken. Und drückt einfach Pause und lest euch das selber durch. Sonst wird das Let's Play Video einfach zu lang und das wird sich unnötig in der Länge ziehen. Oh, bei 1000 Parts. Das sind wieder Wasserflaschen, die brauche ich nicht.
leere Flaschen. Gibt es hier noch was? Tassen? Flaschen? Da ist auch nichts mehr. Oh, ein Tresor. Ach, Sprengsatz mit Uhrwerk. Zeitbombe. Mitnehmen. Sonst gibt es hier nichts mehr. Ah, doch, ein Buch ist hier noch. Die Prüfung der Begabung. Ja, wieder das gleiche. Ihr könnt Stopp machen. Und euch das durchlesen, wenn ihr es wollt. Und weiter geht's. Gang zum Kontrollraum. Ja, so sieht's aus, Junge. Keine Chance, Schlüssel, gib her. Guck mal, hier liegt eine Leiche. Willst du nicht kommen? Oder versteckst du dich? Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Mieser, dreckiger Abschaum. Ein Kill mit Schleichmodus. Yeah, ich hab's geschafft. Unglaublich. So, plündern wir den mal. Ich wollte den Plünder nicht tragen. Ich hab schon geplündert, okay. Gibt's hier sonst irgendwas? Oh, fliegen. Hier lang noch ein paar Talas, ne? Alles nehmen. So, und weiter geht's nach oben. Ups, das an. Schleichen. Corpus Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann's kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manche, mochte ich die Kaiserin sehr. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Du bringst mich immer zum Lachen. Eine Leiche! Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich auch, dass du da bist. Jetzt hab ich... Wen hast du? Du lebst ja noch! Aber jetzt nicht mehr. Viel zu einfach. Jetzt glaube ich doch mal auf schwer stellen können, aber ich dachte, so guter Spieler bin ich nicht. Das kann nur extrem werden. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein noch ein bisschen schwerer stellen kann. Ja, jetzt haben wir alles mit, was wir kriegen können. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es konnten durch den Einzelhandel. Schön was zu futtern. Vorher geplant werden. Und bloß raus hier, die Ansage kann ich nicht mehr hören. Das ist ja echt Psychoterror hier, ey. Das Tor können wir öffnen. Türsteuerung. Eine Leiche, sagt er. Es sind da mehrere Leichen. Zwei, drei Leichen. Was gibt's hier noch? Was ist das? Nichts. Bringen das Tor wieder zu. Ja, ist gut. Jetzt kann er von hinten überraschen. So, und dann wollen wir mal die Sprengladung anbringen an der Tür. Und schnell in Deckung gehen. So, jetzt schnell laufen. Schnell raus hier. Ah, die Zugbrücke ist oben. Nein, hier unten lang. Schnell. Rein ins Wasser. Wo muss ich lang? Da. Die schießen schon auf mich. Nein. Ich muss es schaffen. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ja, ich hab's geschafft. Was war da? Muss weiter. Weg, 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 weg. Und Verstärkung. Schickt Männer dort rum. So, und bevor wir da weitergehen, sehen wir uns wieder
Oder auch nicht. Komm her, doch mal von hinten. Das ist mein Ende. Ich glaube es nicht. Gerade wo ich einen Cut machen wollte, bin ich gestorben. Oh mein Gott. Ja, so kann's gehen. So, wir über die Sprengladung und jetzt schnell nochmal. Diesmal springe ich gleich ins Wasser. Der kennt jetzt den Weg. So, und auf ein neues. Diesmal kriegen sie mich nicht. Ja, nur lauf, Mensch. So. Und hier machen wir jetzt einen Cut, ohne dass wir von hinten überrascht werden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ciao!